wunderschönen guten Morgen. Ich bin gerade auf der Reise oder Fahrt nach Linz und habe heute Morgen an Herrn Putin sein Video dazu gepostet, wo er die in einer großartigen verbalen Ausdrucksweise und Diplomatie uns mitgeteilt hat, dass wir diese Flüchtlingswellen oder Welle, diese menschliche Überschwemmung primär den Vereinigten Staaten zu verdanken haben. Jetzt entsteht da natürlich gleich ein Feindbild, ja, oh, der scheiß Amerikaner und was weiß ich. Das sollte man tunlichst vermeiden, weil das ist natürlich der Amerikaner selber nicht, aber ein Teil der Amerikaner, sprich die Regierung und ein paar wenige, die wie bei uns glauben, die Strippen zu ziehen, die wollen natürlich dieses Feindbild, weil Freund oder Feind, eins von beiden. Sie haben die Türme gesprengt in New York, damit sie einen globalen Schulterschluss des Mitgefühls und Mitleids kriegen. Mittlerweile ist es wieder schon lange verflogen. Und jetzt ist es halt so, dass das funktioniert kein zweites Mal. Das ist wie mit der Vogelgrippe und mit der Schweinegrippe. Also braucht man was anderes. Goldfischhusten funktioniert nicht und so funktioniert es auch nicht, wenn sie jetzt wieder was sprengen oder ein Attentat vortäuschen. Also schauen Sie mal, ob Sie ein Feindbild aufbauen können, weil wenn die USA, übrigens ein Konglomerat von 51 zwangszusammengehaltenen Staaten, wovon 36 schon raus wären aus dem Verbund, wenn Sie jetzt dieses Feindbild haben, dass die ganze Welt den Amerikaner jetzt als Feind sieht, dann haben Sie Grund genug, sich noch mehr zu fürchten und aufzurüsten. Und das ist ein Riesengeschäft. Also der Amerikaner hat schon immer mit der Angst sein Big Business gemacht. Ja. Ob er die Horrorfilme auf der Welt inszeniert oder in Hollywood spielt, keine Rolle. Also, kein Feindbild bitte. In Amerika leben genauso Menschen wie wir. Menschlichter, vielleicht haben sie ein bisschen mehr Fluor und Giftstoffe in der Blutbahn. Das kann sein. Wir können das Ganze sehr einfach mit beeinflussen als bewusste Konsumenten, also Konsumenten, weil ich brauche ja keine Coca-Cola und ich brauche keine amerikanischen Produkte, ich brauche keine Monster-Limonade, ich brauche keinen Ford Mustang, ich muss mir nicht unbedingt an McDonald's geben, geschweige denn irgendwelche Hollywood- und Disney-Kacke, ich brauche keine Barbie-Puppe und auch kein Matchbox-Auto. Das heißt, wenn wir ein bisschen bewusster konsumieren, beziehungsweise den Konsum komplett runterfahren, den Fokus von den USA wegnehmen, also ihnen keine Aufmerksamkeit mehr schenken, dann geht die ganze Energie weg. Und die Amerikaner haben, weiß Gott, selber genug Probleme. Und zwar intern, weil zwischen Ost- und Westküste eine Spannung ist, eine Hochspannung, wie, ja, keine Ahnung, auf einer Lastwagenbatterie, kurz vor dem Kurzschluss. Also, das ist nicht unser Thema. Wenn wir uns von der Aufmerksamkeit hier einfach abwenden, dann haben wir ein riesengroßes Potenzial frei an Kräften und Kraft und können uns auch Dinge generieren wie ein Mehrwert oder mehr Wohlstand, mehr Möglichkeiten, diese ganzen Geschichten auch finanziell zu bewältigen, weil das überhaupt kein Problem ist. Das Geld kommt ja aus Amerika, das habe ich gestern in einem anderen Video schon gesagt. Es kommt das Geld für die Schleuser aus Amerika und es kommt die Finanzierung unseres Wahlkampfes in Zentraleuropa. Es kommt auch alles aus den USA. Ja, und darum nochmal meine Bitte, bitte kein Feindbild aufbauen, weil das bringt überhaupt nichts, wo Wut und Hass ist, das ist die andere Seite der Liebe, das schürt genauso, das macht es genauso stark und kraftvoll, als wenn wir es lieben, sondern einfach eine, sag jetzt mal, Wesensneutralität gegenüber USA und US-Produkten und bewusste Konsum. Reduzierung oder Fokussierung und schon haben wir da eine wunderbare Möglichkeit, als Einzelner auch darauf einzuwirken. Zudem können wir natürlich ganz viel
durchs Gebet, nicht beten, sondern beten, beten wie bewusst und mächtig bitten, machen und ja, wenn mir sonst noch was einfällt, dann gebe ich Bescheid.